Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu EA Sports Football Club 24 Ultimate Team. Ultimate Geburtstag Woche 2, 5 Sterne, Best Team 2, Team of the Week 27, ja, ein leuchtendes Manchester City Trikot. Weiß Gott, für was das jemand braucht. Aber ja, wir haben heute einiges vor, denn ich habe vor, die gesamte Mannschaft umzubauen. Was heißt gesamt? Gesamt stimmt nicht ganz. Aber ich möchte einige große Wechsel vornehmen und ein paar Spieler in Positionen verschieben, die sie im Moment, glaube ich, noch nicht ganz kommen sehen. Deswegen bin ich halt sehr gespannt, was wir natürlich auch bei den Pack-Openings drin haben. Ultimate Geburtstag, schau mal, das können wir hier komplett alle in Gruppe abrufen. Jawohl. Auch das können wir mitnehmen, 83 plus mal 3. Ach, das ist ein gutes Pack. Ich hoffe, dass da heute ein bisschen was rauskommt. Wir brauchen nämlich heute einiges. Es gibt eine SBC, die wir machen müssen. Ah, dann haben unsere Iren. Das stimmt, das ist voll an mir vorbeigegangen dieses Mal. Aber das ist gut, 88er Karte. Perfekt für irgendwelche Challenges. Hilfestellung 81 plus 2 nehmen wir auch mit. So, da sieht man jetzt nochmal. Gruppenbonus 83 plus mal 20, das ist natürlich schon krass. St. Patrick's Day, Savanier, La Liga gegen Racism, ist ja schön und gut, aber also da sehe ich noch mehr ein als das andere, was wir da haben, so Football Against Racism. Ja, schau mal, da können wir nachher das Stadion ein bisschen umbauen. Gut, die Trikots brauchen wir nicht unbedingt, das sind zu viele. Wobei das ist als Auswärtstrikot wäre nicht schlecht. Bundesliga versus Racism. Alles so schön drin, dann kommt Bundesliga mit so einem Derby-Star-Trick. Tut mir leid, also ab und zu kann man auch nur Kopfschütteln bei uns. So. Auch das nehmen wir mit zur Nummer 100 XP. Ist nicht viel, aber es ist besser als gar nichts. So. 500 Vorlagen. Cranker Shit. Cranker Shit. Gut, sehen wir gleich noch, was ich noch gemacht habe. Dann wisst ihr auch Bescheid, warum wir 500 Vorlagen haben. spielen, da kann man die Rivals FC Pro-Dinger mitnehmen. Ja, ich entscheide mich für das, was wir verkaufen können. Wir brauchen Coins. Und hoffe, dass da was Gescheites drin ist. Verein. Evolutions. Sie ist fertig. 89 Sydney Lohmann. So, da sind wir gerade schon dran. Drei Spiele müssen wir machen. Gewinne eine Partie, spiele zwei Partien und setze dabei deinen aktiven Evo ein. Und einmal mit zwei Toren Vorsprung gewinnen. Das sollte machbar sein. Hier müssen wir einfach nur einmal spielen. Gewinne zwei Partien. Eins müssen wir noch gewinnen. Ja, sollte machbar sein. Dann haben wir 90er Sabitzer. Stadion. Genau. Nachdem ich hier jetzt schon gespoilert werde, wie unser Trikot nächstes Jahr aussieht, muss ich sagen, absolut geiles Trikot, was San Diego da raus hat. Dürfen wir jetzt entscheiden, dass wir mit anderen oder mit unsere Gegner in anderen Trikots antreten lassen. Generation Bundesliga. No room for racism Trikots.
Genau, das ist einfach das. Die Italiener sind auch, das ist schön, das italienische Trikot. Warum haben sie da nicht die Premier League nochmal drauf gemacht? Das verstehe ich nicht. Da haben sie komplett andere Nummer, da haben sie einfach die Nike-Nummer drauf geballert. Aber es ist gut, so erkennt man wenigstens, dass das die Farben unseres Gegners sind. Was dann doch sehr unterschiedlich ist. So, das passt alles noch. Da will ich nichts ändern. Struktur. Können wir hier was ändern? Wir sind San Diego Wave. Wir haben Football Revolution. Bundesliga Distorted. Mondneuer. Keep Racism Out Serie A. No Room for Racism. Premier League. Naja, gefällt mir aber auch noch alles nicht. Da ist das Game Over Ding irgendwie besser. Tribünen. Drin war ja Madrid Choreo. Nehmen wir das als Choreo her. Schau, ändern wir es doch. Gehen wir mit der Premier League. No Room for Racism. Passt. So, Spielfeld. Da haben wir ein paar Truppen. Nee, müssen die Trophäenpokale. Hier hinten die Pokale. Da können wir jetzt wirklich was ausstellen. Vorlagen. Dings, da haben wir jetzt aber die Vorlagen. Meistertrophäe. Chirpy haben wir da noch im Eck, da können wir Lucky Links hinstellen, der glaube ich ist cool aus. Gut, Chirpy hat auch was, aber ne, stellen wir Cosmo hin. Bin ich nicht deppert. Wenn wir Cosmo haben, hallo. Okay, sehr schön, haben wir das auch abgeschlossen. Dann bin ich jetzt trotzdem so und sage, wir ändern das Trikot auch nochmal für rein. Machen wir nicht das, sondern das von der Premier League. Genau, passt ja auch, es ist schwarz und rot gegeneinander. Genau, so. Wo springen wir dann hin? Zu den SBCs. Da gibt es viel Neues. Germany, 10 Dinger, 91. Ultimate Crafting Update. Das ist nicht das, was ich möchte. Es gibt noch eine. Ultimate Tagesanmeldung Upgrade. Team selbst aufbauen. Da brauchst du nämlich nur einen Bronze-Torhüter. Und da haben wir, glaube ich, noch zwei Stück. So sieht's aus. Team absenden. Dann kriegst du nämlich hier nochmal so einfach geschenkt ein 281 Plus Pack raus. Das ist nice. So, dann haben wir hier Bajo, Cannavaro, Jairzinho, Yashin, Torres, Socrates, Roberto Carlos, Makelele, Ribery. Den hätte ich immer noch gern. Yoshida, Harita habe ich tatsächlich überlegt, ob ich mir die bastel. Weil die waren so einfach eigentlich auf dem Papier zu basteln. Und es sind zwar 88er, die man einfach in Challenges benutzen könnte. Und dann hätten wir hier nämlich Alejandro Grimaldo und den will ich unbedingt haben. Bei Harit brauchen wir einen Team of the Week Spieler. Die brauchen wir bei Grimaldo einmal. Kerem Demir bei, den können wir nicht verkaufen, glaube ich. Nö. Oh, da brauchen wir halt auch 85 gesamt. Nicht das, was wir im Moment gerade haben auf der Kante. Ihr seht schon, wir tun uns eigentlich schon bei den 84er schwierig.
Ich meines Wissens können wir den nicht verkaufen, genau, deswegen können wir den da reinsetzen. ZDM. Dann haben wir noch einen. Den können wir nämlich auch nicht verkaufen, aber den können wir auch loswerden. So, es reicht für die 85er Bewertung. Schauen wir, tun wir den mal kurz raus. Wird uns auch noch reichen. Der aber nehmen wir. Noch 85er rausschmeißen. Hier, der muss sein. Okay, gut. Dann wäre es die Mannschaft, die wir einlösen. Ja. Team absenden. Ja. Ich weiß, dass wir jemanden verlieren, der bei uns im Moment einen Aufstieg. Das weiß ich. Es tut weh. Es ist nicht einfach, aber ich weiß, dass wir auch einen Haufen Packs nachher noch kriegen. Team selbst aufbauen. Und ich weiß auch, dass wir einfach zusammenhalten müssen, was jetzt diese, ich nenne es jetzt mal Zusammenstellung hier angeht. Und ich bin mir sicher, dass wir dieses Problem lösen können. Bundesligaspiele haben wir schon mal erfüllt. So. Sensio. Ah, nicht genug 84er, siehst du. Hätten 84er auch gereicht? Das interessiert mich jetzt tatsächlich schon. 83er reicht nicht. Reicht ein 84er? Und damit haben wir Alejandro Grimaldo 89. Neunundachtzig hat der Mann. Nee, es ging 90. 90 wäre nice gewesen, aber mit 89 kann man sich, glaube ich, im Moment nicht drüber beschweren. Er ist ja stolz wie Oscar. Mit dem ein Gladiator geben, hat er 89 Schuss und glaube ich 89 Defensive. Also der ist richtig krass. Der ist richtig krass. Freut mich sehr. Alejandro Grimaldo abgehackt. So, dann haben wir Yoshida noch. Da brauchen wir nicht auch eine 84er Mannschaft für. Und da geht es wirklich einfach nur darum, dass wir eben einen 88er kriegen, mit dem wir mal wieder irgendwelche Squad-Building-Challenges machen können. So wie für Grimaldo. Aber wie gesagt, da brauchst du halt die Karten dazu. Und wenn du die Karten dazu nicht hast, wird es schwierig. Germany. Da können wir jetzt schon mal schauen, dass wir die Leute zusammenkriegen, die 84 haben. Müller
Und zu guter Letzt Sterling. Siehst du, passt. Dann kriegen wir da noch einen 88er Yoshida raus. Weiß gar nicht, ist das Ex-Schalker? Ich glaube ja. Innenverteidiger von LA Galaxy. Aber wie gesagt, mir geht es da eher darum, dass wir eben die Karten haben. Also Yoshida und Harit theoretisch auch, aber wir haben keine Team of the Week-Karte gerade mehr. Und ich will nicht unbedingt eine kaufen. Bloß, dass wir da noch eine 88er Karte zusammenkriegen. So, ich habe ihn trotzdem mal abgespeichert. Nikita Paris bringt uns nichts, Bentancur, Sava, und dann sind wir da schon wieder beim üblichen Thema drin. Ja. Command sicher ist cool. Dass du einen 83er rauskriegst. Nee. Da, die sind mir zu teuer. Lois Openda. 100 Profis Pack. Ja, ich habe auch keinen Bock auf 25 Bronze Profis. Tut mir leid. Genau, und die kennen wir dann schon wieder da hinten. So, das bedeutet, wir können kurz weitergehen zu den Transfers. Auf unserer Transferliste haben wir nämlich einige Leute verkauft. 35.000. 15.000 für Reiten. Da ist einiges zusammengekommen. Einige sind noch nicht verkauft. Die hauen wir wieder auf den Transfermarkt in Hoffnung, dass wir sie noch irgendwann loswerden. 83.000 Münzen haben wir wieder. Das ist auch nicht schlecht. Das ist nämlich eine gute Summe. Und unsere Kandidatenliste hier zeigt ein paar Spiele an, die ich mir mal angeschaut habe. Klose brauchen wir nicht unbedingt. Das können wir einstecken. Das brauchen wir später. Das erkläre ich euch dann noch. Und das ist ein Verteidiger, den ich mir ausgesucht habe, den ich unbedingt haben möchte. Erkläre ich euch auch später dann. Gehen wir mal weiter zum Shop. Ihr merkt schon, ich suche einen Linksverteidiger, obwohl ich mir gerade Grimaldo gebaut habe. Warum? Seht ihr später. Alles später. Alles zu seinem Zeitpunkt. So, da haben wir jetzt hier einen Haufen Packs übrig. Ende mit dem Prime Gaming Pack, würde ich sagen. Einfach let's go. Machen wir mal nacheinander auf. Schauen mal, was da drin ist. Ukraine-Torhüter, schade. Hatte gerade schon gehofft, das ist eine andere Karte, aber dann habe ich den Goldhintergrund gesehen und dachte mir so, das wird nix. Einzig Gute daran ist, die Karten können wir verkaufen. So. Nächstes Pack. Am Ende gibt es auch noch zwei Special Packs. Ginter 84, das ist nicht schlecht. Den verlieren wir nämlich öfters immer mal wieder durch Challenges. So. Das ist ja jemand, den ich jetzt auch bei Harit opfern würde. Wirklich auch 83, 84er Mannschaft mit Team of the Week. Das Team of the Week Objekt ist halt immer das Problem, aber das muss halt erstmal ziehen, theoretisch. Jorginho. Auch nicht schlecht, aber halt schon doppelt und das ist halt schlecht. Leider. Glück, dass ich überhaupt auf den Transfermarkt komme. Zum Halten müsste ich dich direkt verkaufen. Weiter geht's. Dazu äußere ich mich gar nicht. Zu dieser Personalie. Real Madrid. La Liga. Fran García. 78. Ja, könnte besser sein. Das ist eine Vereinszüge, die sich bestimmt verkaufen könnte. So, weiter geht's. Sefcik. Turam hat auch nachgelassen. Ranieri.
Stuttgart-Trikot, das kann alles weg. Dann ist wichtig die Super Gold Packs, wo eine seltene Karte drin ist. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ich dachte schon, wir ziehen Ronaldo. Ah, weg, weg, weg. Weg. Genau, passt. Wie gesagt, ich habe großes Vor, es wird ein bisschen umgebaut. Es wird vor allem die Atletico-Riege leiden müssen, aber wenn das Team dann fertig aufgebaut ist, werdet ihr sagen, ja, okay, können wir verstehen, dass der ein oder andere auf der Bank Platz nehmen muss, aber wie gesagt, die Leute, die dann auf der Bank Platz nehmen, das sind Spieler, wo ich sage, hey, die haben mein tiefstes Vertrauen. Wenn irgendwas ist, eingewechselt werden. Die werden dann trotzdem einschlagen und ich weiß, dass ich mich auf die verlassen kann und das ist sehr, sehr wichtig. So, schau mal, 81 plus. Argentinien, ZOM, Tottenham, Lo Celso. Wie spricht man ihn genau aus? Ich weiß es nicht. Beide doppelt, aua. Das tut immer weh bei den Packs. Das sind so starke Packs und dann hast du beide doppelt. Bayern. Nee, Hakimi. Nur 84? Krass. Daichi Kamada. Ist auch schade, dass der bei Lazio so untergeht. Spanien, Linksverteidigung. Barcelona. Baldi. 81. Na, wenn nicht doppelt siehst, dann können wir aber verkaufen. Sehr schön. Das City Ground. Weg, weg. Komm, spuck aus. 80 plus mal 2. Komm schon. Jordi Alba. Na, ah, Sergio Busquets. Schade, ja. Sicher, Jordi Alba hat der halt, ist aktuell eine andere Karte. Haben wir beide schon. Sad. 80 plus mal 5. Island, IV, FC Bayern München. Vigo Stottir. Die haben wir vorhin eingetauscht. Das war gut von uns. Das war tatsächlich gut von uns. So, was kommt da noch? 81 plus mal 2. Spanien, Goldkarte, Sturm. Bei Leverkusen, Sturm, Spanien. Ah ja, klar. Ja, wie konnte ich den vergessen? Da war was. Kramaric kann weg. Was kommt da noch? 81 plus mal 2, nächste Runde. Türkei-Sturm. Bournemouth. Minal. 82 ist auch nicht schlecht. Haben wir auch noch nicht. Maximale normale Goldkarten heute. Also da haben wir gar kein Glück, was das angeht heute. Romagnoli und Flecken. Hat sich auch gemausert, Marc Flecken. Ja, natürlich, wen auch sonst.
Wie gut, dass wir ihn vorhin für Grimaldo abgegeben haben. Murphy. Wie gut, dass wir ihn vorhin für Grimaldo abgegeben haben. Passt ja wie die Faust aufs Auge. 4 Packs haben wir noch und haben noch 2 Special Packs übrig. Morata. Nur auch doppelt. Und beide doppelt Lacazette und Morata. +83, +2, komm schon. Alilal, ach. Ein Zustand, diese Karte. Aber gut, wir haben ihn schon lange nicht mehr gehabt. 84 ist gut für Challenges. Das ist so ein Rating, wo ich sage, so untere Grenze im Moment. Mit dem, was wir hier nehmen. Jawohl, Chesney, 86. Geht doch. Und Morata Gabriel auch noch in dem Pack drin. Sehr schön. Haben wir vorhin auch weggegeben. So kommen die Karten wieder. Prime Gaming Pack, jetzt da. Da könnte was Fettes drin sein. Komm schon, Spanien, ZOM, Dani Olmo. Das ist nichts Fettes. Das ist nichts Fettes, Freunde. Uncool. Aber wenigstens PW. Oh wow, danke. Katie Salem, hey! Nick Helme. Kann weg. Können wir eh nicht tauschen, das ist das Problem. Sad. So, allgemeine Promo. Da brauchen wir eigentlich nichts, weil das sind die nicht dabei, die ich gerne haben. Einer mit 88 oder höher. Das schaut so aus, wenn es 100 selten Spiele mit 88 plus oder höher. Da wäre es nur einer mit 88 plus oder höher. Das ist schon krass. Promopacks. Da haben wir zum Beispiel dieses Ultimate Geburtstags Energizer Pack für 15 Münzen. Natürlich nehmen wir das mit. Trent Alexander-Arnold. Was auch sonst. Haben wir schon ewig nicht mehr gezogen, den Jungen. Oh, Renard auch noch drin. 88, Hut 85. Das war gar nicht so schlechtes Pack. Und dann können wir uns wählen. Nehmen wir hier dann Juma. Ist egal. Ist ein Leihspieler, kommt weg. Aber das Pack war nicht schlecht. Das verstehe ich nur nicht. Ah, es wäre ein Doppelding gewesen mit Renard. Ja gut, das ist cool. Sehr schön. Osimhen, Renard haben wir 288er. So, jetzt haben wir trotzdem noch ein Promo-Pack. Und die klassischen Packs haben wir das Vorschau-Ding noch. Wir können, ja, komm. Lass einmal kurz in die Vorschau reingucken. Argentinien, ZTM. Absolut nichts, was wir brauchen. Satz mit X83 Rodriguez. Ja, freut mich, 83, aber dich werden wir ja nicht los. So, jetzt sind wir ganz hinterm Letten. Ganz hinten, irgendwo ganz hinten hier. Schau mal. Ein mit 89 oder höher. Okay, da hinten haben wir die 100. Das typische Geburtstag-Nano-Pack. 11 Spieler, 100 Punkte. Just Football Club. Bright, die hat 85, glaube ich. Siehste, hat sich gelohnt. So, haben wir wieder ein paar Spieler gesammelt, nachdem wir vorhin wieder die Hälfte eingelöst haben. Und da kriegen wir, hey, Marco Reus, 91, yay, Leihobjekt, weg mit dir. Weg mit euch. So, passt. Dann geht's jetzt an den Umbau der Mannschaft, an das, was ich vorhin schon vorgewarnt habe, was auf uns zukommt. Dazu brauchen wir aber jetzt da den Herrn Martens. M-A-A-R-T. Ian Martens, Marzen. So, dich setzen wir uns mal kurz runter. Du bist vorhin für 70.000 hergegangen. Machen wir 60.000. Ja. Chelsea-Karte habe ich gerade gesehen. Nein! Boah, wäre das ein Stil gewesen!
Oh, wäre das ein Stil gewesen. Selbst das wäre noch ein Stil gewesen. Oh. Alter. Jawohl, 65.000. Wollen wir noch einen Stil. So, 90 hat diese Karte. Die ist nämlich nicht schlecht. Die ist nämlich echt nicht schlecht. Ein Haufen Tempo. Ja, Volleys, Elfmeter, Weitschüsse nicht so wichtig jetzt. Aber kurzer Pass, langer Pass, dem geben wir einen Backbone. Und dann sollte das passen. Defensive Physik sollte passen dann. Vor allem mit faire Zweikämpfe ist stark Stärke. Hm, okay. Aber ansonsten hat er eigentlich echt solide Werte. Genau, da wird nicht mehr so viel dazukommen, glaube ich. Aber defensiv hier abdrängen. Antizipation, was haben wir hier noch? Schnittstellenpass, entscheidender Pass. Unerbittlich, Raserei. Das ist schon nicht schlecht, würde ich sagen. Das ist schon nicht schlecht. So, den brauchen wir natürlich in der Mannschaft. So jemanden. Dann gehen wir hier mal raus. Jetzt können wir den natürlich erstmal wieder von der Transferliste entfernen, weil das braucht man da nicht mehr. So. Verein. Da haben wir jetzt natürlich viele Leute drin, so wie Grimaldo. Den kann natürlich weg, aus Team entfernen. LV. Da können wir hier Marzen schon mal wieder reinsetzen. Wer jetzt zum Beispiel auf dem Transfermarkt landet, ist Mario Götze. Der hat ausgedient. Das tut mir leid, Mario. Dein Weg endet hier. Lorente darf auch ganz raus. Du bleibst mal noch dabei. So. Hier kommt aber auch jemand dazu im LM. Da kommt nämlich Grimaldo rein. Ihr merkt jetzt schon, wir verlieren hier einen Punkt. Das ist nicht so schlimm. Den Punkt nimmt Fridolina Rolfe mit. Du gehst dann mit 1 nach hinten. Stanley geht dann noch mit hinten rein. Depol, Kessler, Sabitzer, genau diese Reihenfolge nach vorne. Jetzt muss ich kurz schauen. Ja, ja, so möchte ich es haben. So passt mir das. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Trainerkarte. An den Verein schicken. Und da brauchen wir einen speziellen Trainer, nämlich den Herrn Eidewall. Warum brauchen wir den Herrn Eidewall? Weil dieser Herr Eidewall zufällig uns diesen Punkt erfüllt. Und damit Fridolina Rolfo, falls wir mal jemanden rausnehmen sollten, nicht direkt wieder Ärger kriegt. Ich weiß gar nicht, ob mir das hilft. Ich hoffe ja. Manager Verbrauchsitems anwenden. Ich habe mir nämlich extra Manager-Liga, die Liga F, geholt. In Hoffnung, dass das passt. Ah, schau, sie kriegt keinen Punkt dazu. Shit, das habe ich mir anders vorgestellt. Aber okay, durch die Barcelona-Connections, wie gesagt, hat sie hier 3 Punkte. Schweden-Connection und Spanien 1. Jetzt frage ich mich immer noch, warum Spanien 1 den Punkt hat. Weil den Punkt... Achso, weil die auch Spanien 1 sind, kann das sein? Deshalb ist das, was ich noch nicht ganz verstanden habe. Es sieht auch G1, aber G1 braucht ja Punkte, oder? Genau, ein Punkt hat sie aktiv. Google Pixel Frauenliga. Liga F hat wenigstens... Achso, das ist schon der zweite Punkt dann. Aha. Denn ein Punkt hat sie praktisch für das, dass sie auf der richtigen Position steht. Ah, okay, gut. Ja, wenn das so ist, dann sollte das ja passen. Genau, so, Fridolina Rolfo, genau, du kriegst jetzt von mir den Gladiator. Warum kriegst du von mir den Gladiator? Ich hoffe, wir haben noch einen Gladiator. Ah, da war es eh schon vorgeschlagen. Ganz einfach. Defensive und Schussboost. Und jetzt schauen wir uns Grimaldo mal genau an, kurz. Der hat eh schon so krasse Werte. Antizipation, Abdrängen, Ballkontrolle, Raserei, unerbittlich, passen, entscheidender Pass plus harter Pass, runder Ball, Powerschuss. Da hat jetzt einfach 83 Abschluss. Schusskraft 99, Weitschüsse 98. Passen ist solide, Dribbling ist solide, Defensive ist jetzt auch noch sehr solide, zusätzlich 96 Grätschen als Mittelfeldspieler, 94 faire Zweikämpfe, 91 Defensivbewusstsein und 95 Abfangen ist, glaube ich,
Kann man sich wünschen so. Kann man sich wünschen so. Und wie gesagt, 71 Abschluss, die wären halt schlecht gewesen. Jetzt hat er 83, das ist nicht schlecht. Das, was er jetzt noch verbraucht, was er unbedingt braucht, ist ein Spielervertrag. Jawohl, dasselbe gilt auch hier hin. Hast du jetzt gerade den Anchor bekommen? Ich glaube ja. Das solltest du natürlich nicht bekommen. Die wiederum schon. Verbrauchsitems an. Marzen geben wir Backbone. Warum geben wir Marzen Backbone? Ich hoffe, wir haben noch einen Backbone. Ja, vier Stück haben wir noch. Ganz einfach, er hat schon 96 Tempo. Der braucht dann nicht noch einen Tempo-Boost, dass er noch schneller laufen kann, der Junge. Aber hier, Balance 99, Beweglichkeit 97. Er hat jetzt 88 Übersicht. Er hat 87 langer Pass. Er hat 75 Stärke, 90 Defensivbewusstsein, 99 für Zweikämpfe, 93 Grätschen, 94 Abfangen und 99 Sprungkraft. Das ist das, was wirklich wichtig ist. Genau, und somit haben wir jetzt hier sowieso eine Mannschaft erstellt, die saustark ist. Genau. Die habe ich einen Shadow gegeben. Weil du eigentlich keinen Passboost brauchst. Und ich bin der Meinung, den brauchst du auch immer noch nicht, Sydney. Mit dem Shadow aber könntest du... Wir haben keinen Shadow mehr. Sollten wir ihn holen. Genau, du hast den Anchor bekommen, das passt. Fridolina hat den Gladiator. Nee. Kriegt ein Basic. Ich habe vorhin mal nachgeschaut. Ich muss Basic kaufen, glaube ich. Ja, Basic und Shadow. Basic kommt die nämlich auf fast, also Durchschnittswert überall 90. Ihr seht 90 Tempo, 90 Schuss, 90 Pass, 90 Dribbling, 90 Defensive und da glaube ich dann 89 Physis. So boosten wir praktisch diese 99 Schuss plus 799 Schusskraft und Defensive. Und wenn wir sie gesamt boosten, ist sie, glaube ich, noch stärker. Müssen wir mal schauen. Also wie gesagt, Basic und Ding brauchen wir jetzt. Du hast das, was du brauchst. Ihr habt auch das, was ihr braucht. Die hat dich einen Catalyst gegeben und die brauchst du auch nicht, den Catalyst. Genau, so wird mich dann alles querbeet geboostet. Dasselbe ist bei David Alaba der Fall. Ihr seht es hier und dann ist es nämlich richtig, richtig krass. Und bei Philipp Lahm genauso, wobei ich dir, glaube ich, einen Backbone verpasst hatte. Kann das sein? Und den brauchst du auch nicht. Also wie gesagt, das da hier ja. In dem Fall verständlich, nenne ich es mal. Weil selbst hier zu überlegen ist, ob die Basic-Karte besser ist als der Backbone. Nee, weil du das Passspiel definitiv brauchst und ich weiß nicht, wie viel du sonst beim Passspiel plus bringst. Also das macht schon Sinn. Genau, das macht Sinn. Die haben wir auch. Was boosten wir bei dir? Antritt, Passspiel, Beweglichkeit, Balance. Okay, das ist auch nicht schlecht. Das passt auch, jawohl. So, dann müssen wir uns nachher die Trikotnummer noch anschauen. Aber zuerst müssen wir mal kurz die Basic-Karte und die Shadow holen. Für unsere lieben... Rausobjekt, wollte ich gerade sagen. Chemistry Style. Für unsere liebe Miss Rölfe. What the heck? Wusste nicht, dass die so krass sind. Okay. Und dann brauchen wir noch den Profi Chemistry Style Shadow für Sydney Lohmann. Sehr schön. Gesamt, wir haben unser Gesamt gesteigert. Freut mich sehr. So, können wir uns noch mal ganz kurz anschauen. Ihr seht es hier, jetzt boosten wir gerade einfach nur 5 Werte. Wenn wir jetzt aber gleich in den Basic aufdrücken, boosten wir jeden Wert ein bisschen.
99 passend, 96 Schusskraft, 96 Stellungsspiel, 94 Sprinttempo, 88 Beweglichkeit, 99 Ballkontrolle, 99 Dribbling. Langer Pass kommt immer noch auf 97, Effe kommt jetzt auf 91, Elfmeter auf 83, faire Zweikämpfe und Grätsche sind trotzdem über 90, Defensivbewusstsein auf 95, Stärke auf 99. Junge, ist das eine Maschine. Und ich muss sagen, ich finde das Bild mega nice. So. Fridolina. Sydney. Für dich habe ich was. Du bekommst ein Shadow von mir. Und dann boosten wir deine Defensive ein bisschen, dass du uns hinten ein bisschen besser aushelfen kannst. Genau, Tempo, Schuss vorne ist alles okay. Kurzer Pass, langer Pass ist in Ordnung. Aber jetzt hinten halt 74 Zweikampf, 92 Grätsche, 90 Defensivbewusstsein, 70 Kopfball und 94 Abfangen ist halt einfach was anderes. Ist halt einfach was anderes. So, genau. Jetzt schauen wir mal kurz die Verträge noch an, wer da Vertragsverlängerung gerade braucht. Du kriegst einfach mal eine jetzt. Du kriegst eine dazu. Ich habe jetzt übrigens lange natürlich offline auch mit Modric gespielt, habe mich wieder ein bisschen mit ihm zurechtgefunden und musste sagen, ich habe ein paar Pässe mit Modric gespielt. Ich glaube, ich habe Modric bisher ein bisschen falsch benutzt. Ich bin zu oft, war ich mit Modric derjenige, der den Ball hinterhergelaufen ist. Und ich glaube, wenn wir derjenige gewesen wären, der mit Depol den Ball hinterherläuft, während Modric eher wirklich diese Pässe nach vorne spielt, die er übrigens geisteskrank kann. Also das sind, mit dem er es schafft, Pässe zu spielen, so ein Außenriss passt mal kurz voll in den Lauf von Sydney Lohmann. Hey, da brennt dir fast schon der Hut an, wenn du den laufen siehst, gell? Also kann ich mir vorstellen, dass das als Verteidiger richtig uncool ist, wenn du siehst, oh shit, Modric holt zum Schwung aus, zack, spielt den Ball perfekt in Lauf, überläuft den Gegner dann dementsprechend richtig krass. Also ich glaube, das kann schon fancy geil werden mit dem. So, Stanway kriegt er noch. Sabitzer kriegt, der muss auch nur spielen unter der Woche, dass er seine 90 bekommt. Alex kriegt ein Update, die kriegt sogar, ja, die kriegt sogar einen Doppelten. Die bleibt sowieso noch ewig im Team und Uitema kriegt auch nochmal plus 28. So, und dann fehlt uns nur noch Depol, die ich gerade noch zwei Verträge gehabt. Eieieiei. So, 45 sollte passen. 47 ist kein Plus gekriegt. Havertz auch nochmal. Dann sollten die Verträge nicht mehr das Problem sein vorerst mal. Bei dir aber schon. So, jetzt aber nicht mehr. Genau. Und dann können wir mit dem wieder durchstarten. So, Trikotnummern für euch jetzt natürlich. Ich muss natürlich kurz jetzt mal schauen, wer was gehabt hat. So, Grimaldo spielt aktuell mit der 20, hatte davor die 3. Was hat denn Martens? Chelsea. Naja, die 29, okay, das ist schlecht. Mein BVB. Die 22, die sollte frei sein, meines Wissens. Oder? Ist die 22 frei bei uns? Nö, Pier Joao Cancelo, schlecht. Hast du auch schon die 18 gehabt? Die 18 ist auch safe auch vergeben. Ich weiß nicht, wer bei uns die 18 hat, aber ich kann mir vorstellen, dass die vergeben ist. Nee, ist nicht vergeben. 18 hier. Glückwunsch, du hast bei Coventry. Ist das Coventry? Ja, also Coventry hast du die 18 gehabt, dann kriegst du hier auch die 18. So, passt natürlich gut mit Emre Can. Fridolina Rölfe, wollte ich noch schauen, was die für eine Nummer hatte. Die 18, die 16, die 16 bei Barcelona, die 18, Schweden hat sie die 18. Wolfsburg die 14. Bei Bayern auch die 14.
Da bei Schweden auch schon die 13 gehabt, okay. Jetzt muss ich mal kurz schauen, ist die. Ah, guck mal. Stanway kriegt jetzt endlich ihre 31, nachdem Götze weg ist. Das heißt, Morientes kriegt jetzt seine 8, die er schon gehabt hat. Dann ist die auch richtig verteilt. Sabitzer die 15, dann könnte Grimaldo die 20 haben. Was, er bleibt bei der 3, sonst haben wir, sonst ist es für euch total verwirrend, wenn er plötzlich die eine andere Nummer hat. Er kriegt Zabitzer weiterhin seine 20. So, 17, 13. Jetzt müssen wir mal kurz schauen, was hat Nadine Kessler für eine Nummer gehabt? Nochmal, aber die hatte, glaube ich, auch nur Nummern. Na, die 8, toll. Die 13, ist die 13 für ihr, Alex, morgen? Da hat sie die 10 gehabt, ja, die hat sie auch, die 10 hat sie auch in Saarbrücken gehabt. Ist gar nicht so einfach, dass jeder seine Trikotnummer bekommt, die haben will. Ultima, es bleibt die 25, weil die 1 weg ist. 14 Lorente. Morientes die 8. Was hat Morientes noch für Nummern gehabt? Luka Modric hat die 19. Die 10. Die 23 bei Marseille, die 15. Die 8, die 19, die 9. Tatsächlich, zu Beginn hat er mal die 15 bei Real, 1997. Und Nationalmannschaft hat er auch schon die 15 gehabt. Glückwunsch. 15, so kam mit, kriegt Nadine endlich ihre 8. Oder warte mal, was hatte die Paul für eine Nummer? Die 10, die 7. Die 16. Was ist das für ein Trikot? Griezmann mit der 8? Ich kenne das Trikot von Atletico nicht. Also irgendwie so ein Retro-Trikot, oder? Die 5 gehabt. Hat die 5 bei Atletico? Ist die 5 bei uns frei? Ja! Schau mal, passt viel besser 7 als die 7. Vor allem ich hasse es, wenn die 7 auf der Bank nicht frei ist. So.
Wo ist die 8 jetzt noch frei? Dann kriegt die 8 jetzt Nadine Kessler. Die hat sie nämlich bei Deutschland auch schon gehabt. Genau, zuletzt auch beim nach der Weltmeisterschaft 2009 hat sie irgendwo die 8 gehabt. Das passt ja, dann kriegt sie die 8. Als Mittelfeldspielerin ist das vollkommen okay. So. Dann haben wir jetzt alle 9 Trikotnummern. Sabitzer 20, die Pole, die 5, Stanway. Die 7 ist somit wieder frei. Eigentlich würde ich ja schon gerne die 7 an Fridolina Rölfe abgeben. Weil die 7 generell eine Glückszahl bei mir ist. Deswegen. So, Lieblingsspieler bei mir kriegen die 7. Das heißt, Rolfo spielt ab jetzt mit der 7. Was wir uns noch anpassen müssen: individuelle Taktiken. Kapitän Alaba. Freistoß kurz. Lewandowski, weil kann Lewandowski so gut Freistöße schießen? Jausen. Grimaldo. Elfmeter. Bleibt bei Kane. Modric macht weiter in die Ecken, das passt. Okay, sehr schön. Ja. So, was mich jetzt noch interessiert, Formation. Individuelle Taktiken. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier genau eingegeben habe. Bei individuellen Taktiken. Achso, das kannst du nur. Ist automatisch verrutscht. Okay. Sehr interessant. Okay, ja, dann passt das ja. Na gut. Ja, dann bin ich gespannt. Wir haben 33 von 33 Chemie aktiv. Ich bin super gespannt auf diese Woche. Sabitzer werden wir einwechseln müssen. Sobald wir zwei Tore haben, bringen wir Sabitzer aufs Feld, wir geben Modric runter. Oder Lohmann. Ich glaube, nehmen wir Lohmann runter. Aus dem einfachen Grund, weil Lohmann tatsächlich von der Ausdauer her nicht so gut ist. Die ist relativ platt immer. Genau, nehmen wir Lohmann runter, Sabitzer rein, dann machen wir das Mittelfeld nicht ganz so kaputt. Und bringen dann Depaul für Modric. Wechseln dann Rölfo eben auf seine Position und die spielt dann offensiv und dann passt es, glaube ich, ganz gut. So wie ich mir das vorstelle. Genau. Ich bin super gehypt. Ich bin vor allem mega gehypt, weil wir jetzt einfach nur noch in Anführungszeichen 3 80er haben und zwei davon sind schon 89er. Und Emre Can. Muss ich aber sagen, es gibt eine neue Karte, eine 90er Barca-Verteidigerin. Die ist nicht schlecht, aber sie kriegt halt nicht diese 80 Stellungsspiele, glaube ich, hin. Und da muss ich halt sagen, plus den Schuss bei ihm, das ist halt schon, ja, haben da schon zwei saustarke und gefährliche Innenverteidiger. Also da habe ich schon viel Glück gehabt mit Alaba und mit Can. Aber gut, ich bin eigentlich bei euch fürs Zuschauen. Sagt Ciao und V, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und dann, ja, sehen wir, wer uns morgen hoffentlich zum Sieg führt. Bis dann, Tschüssikowski, bleibt gesund. Ciao und V.